willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein richtiges Labervideo. Nee, Spaß. Ihr habt ja ganz viele Fragen zu meinem Urlaub gestellt. Ganz besonders auf Instagram. Oh mein Gott, ich wurde so, so oft gefragt, was ist das für ein Hotel? Wo seid ihr? Wie ist es? Kannst du ein Review machen? Ne? Wie lief das? Und so weiter und so fort. Also ich kann ja mal so sagen, wir waren ja so richtig last minute unterwegs. Dementsprechend, last minute ist ja nicht mehr so günstig und wir haben Corona und so weiter, war das Hotel, sag ich mal, im Normalpreisniveau. Ich habe mal geschaut, jetzt im so als Vergleichspreis, im September könnte man das auch für zwei Personen für 500 Euro buchen oder so. Wir waren in Bulgarien, das Hotel hieß Realista Superior, genau, das ist ein Hotel von Vieren, meine ich, was dort zusammen in einem riesen Bereich ist. Das ist halt so, dass diese vier Hotels alle irgendwie miteinander vernetzt sind auf einem riesen XXL-Grundstück. Jedes Hotel hat zwar seinen eigenen Pool, man kann die anderen mitbenutzen. Es gibt einen Animationspool, es gibt jeweils immer noch einen hoteleigenen Pool. Genau, also man hat auf jeden Fall ganz viel Poolfläche und vor allem die freie Benutzung des Aquaparks. Ich glaube, der Aquapark war auch das, was die allermeisten angesprochen hat. Das war auch mein Grund, warum ich es gebucht habe. Ich bin jemand, mir wird schnell langweilig. Ich bin kein Mensch, der eine Woche lang auf einer Liege liegen kann, auch wenn ich super gestresst in den Urlaub gegangen bin. Ich kann das einfach nicht. Ich kann da nicht eine Woche liegen und Löcher in die Luft gucken, aber ich habe ja auch ein Kind, da liegt man auch nicht so viel. Aber mir war es wichtig, dass ein bisschen Action ist, ein bisschen was drumherum. Ich war mir nicht sicher, wie das ist mit Corona. Kann man überhaupt das Hotel groß verlassen? Ist da überhaupt irgendwas anderes noch offen? Das weiß man ja alles vorher nicht. Und das kann einem im Reisebüro auch nicht immer unbedingt jemand sagen. Aber ich dachte mir nach dem Motto, ich gehe mal davon aus, sie wollen an Touristen was loswerden. Irgendwas wird doch schon gehen. Ja, also kurz zum Aquapark. Ich werde euch immer mal hier so ein paar Sequenzen irgendwie mal einblenden, damit ihr eine grobe Vorstellung habt, was ich meine mit Aquapark. Also es war ein riesen Rutschpark, wirklich für alle Altersklassen, für die ganz Kleinen, für die Großen und auch für Erwachsene. Da waren Rutschen, da habe ich mich selber nicht runtergetraut. Da kann man sich echt gut beschäftigen. Ich muss aber auch sagen, jeden Tag ist es auch zu anstrengend gewesen. Also wir haben zwischendrin auch mal einen Tag Pause gemacht oder waren nur einen halben Tag dort. Weil ich sag mal so, ich bin schon mindestens jeden Tag 12.000 Schritte gegangen, ohne dass die Wege im Aquapark, weil mein Handy ja natürlich nicht mit ins Wasser gekommen ist und so, dort mitgegangen sind. Also man ist am Tag dann auch schon gut kaputt. Aber gut, da kann das Hotel ja nichts für, dass wir uns das austoben. Aber es ist natürlich auch ein positiver Stress, also eine positive Anstrengung. Das ist, als würde man seine Sportart, die man gerne macht, einfach machen. Und ich sage nur, dass man abends dann auch gerne kaputt ist, wenn man so ein Hotel bucht, weil natürlich die Kinder immer wieder rauf und runter wollen. Ja, das dazu. Also Aquapark war definitiv top. Das ist meiner Meinung nach auch das, was alle Hotels dort ausmacht. Also ich würde das Hotel nicht ohne diesen Aquapark buchen. Kurz nochmal zum Aquapark an sich, wo wir schon beim Thema sind. Ich kenne solche Parks im Ausland und hatte da bisher immer schlechte Erfahrungen. Ich habe es gebucht aufgrund eines Bildes, dass es dort so Reifen gab, mit denen man Rutschen runterrutschen konnte. Das gab mir dann wiederum die Sicherheit, dass die Rutschen auch richtig verbaut sind. Also ich hatte wirklich nicht ein einziges Mal ein Problem. Damals in Spanien bin ich mal im Aquapark gewesen, da habe ich mir die ganzen Beine aufgerissen, weil die Rutschen so ineinander gesteckt wurden, dass man immer wieder gegen eine Kante gerutscht ist und das war eine Katastrophe. Das muss ich definitiv sagen, gab es dort nicht. Da hatten wir überhaupt keine Probleme. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Blöde ist, wir haben ja einen All-Inclusive-Urlaub gebucht. Das ist gut. Bei mir ist es wichtig, für mich bedeutet Urlaub diese ganzen Arbeiten nenne ich sie mal, diese Haushaltsarbeit, die ich zu Hause habe, die möchte ich im Urlaub nicht machen. Deswegen ist für mich ein Apartment kein Urlaub, weil man trotzdem den ganzen Tag am Hinterherräumen, am Kochen, am Waschen, am sonst was ist und im Hotel nicht, im All-Inclusive-Hotel. Ne? Ich möchte zum Essen gehen und dass es fertig ist, genau, weil das ist für mich eine reine Zeitverschwendung, diese Kocherei. Wir essen alle anderthalb Stunden ungefähr, also genau, die Zeit wollte ich mir sparen. Das geht
Aber auch wenn wir den Aquapark mitnutzen durften, ein All-Inclusive-Angebot gab es dort nicht. Der war von unserem Hotel, ich sag mal, 200 Meter entfernt. Man ging da eine kurze Straße einmal durch, dann war man da. Aber man konnte dort nicht kostenfrei essen. Dementsprechend, da musste man es kaufen oder sich was mitbringen, wenn man es ja nicht aushält. Man kann aber auch den Aquapark verlassen, einfach zum Buffet gehen und wieder hingehen. Das haben wir dann so gemacht. aber das muss man halt bedenken. Dann, ja, zum Hotel an sich. Ich sag mal so, das Hotel nebenan war deutlich besser, aber es ist ja nicht schlimm. Also so deutlich moderner im Empfangsbereich an der Rezeption. Also bei uns war der Eingang auch völlig in Ordnung. Wir hatten auch einen kleinen Minimarket. Die Preise waren vollkommen okay. Ich meine, es ist Bulgarien, es ist generell alles viel günstiger. Ja, man braucht auch nicht unbedingt etwas kaufen, sagen wir mal so. Ja, mein Problem beim Hotel war, das erste, was mir begegnet war, war der Fahrstuhl. Wir hatten einen Fahrstuhl, der war gläsern, dachte ich mir so, wow, cool, kann man rausgucken, beim Hochfahren. Wir hatten das Zimmer ganz, ganz oben. Wenn der anhält, Leute, der macht so ein Bruch, wackelt einmal komplett und ich dachte, so Gott, jetzt stürzt er ab. Es war allerdings immer so, es hat irgendwie gehalten, ein gutes Gefühl hat mir dieser Fahrstuhl nicht gegeben, der andere allerdings auch nicht so unbedingt. Es ist nicht wie in Deutschland. Also da gehen dann die Türen halt auch einfach zu und das nach, weiß nicht, 3 Sekunden. So schnell kannst du gar nicht mit Buggy rein und rauslaufen. Aber gut, im Groben und Ganzen, es hat funktioniert. Das Zimmer, sag ich mal, war so lala, also es war nicht das modernste. Wir hatten zum Beispiel ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Kann ich euch auch mal irgendwie ein Bild einblenden? Ja, es waren zwei Einzelbetten und noch eine Couch, die ich hätte ausfahren können. Also ich hätte auch 2 Kinder mitbringen können. Aber wenn man ein Kind hat, was nicht allein im Bett schläft, dann schläft man zu zweit in einem Einzelbett, weil dazwischen Nachttisch war, der nicht verschiebbar war. Dementsprechend habe ich die ganze Woche mit der Kleinen in einem Einzelbett geschlafen, obwohl wir eigentlich genug Platz gehabt hätten. Aber gut, es ist, wie es ist. Also da kann das Hotel ja nichts für. Ansonsten war es alles super bequem, ordentlich. Die haben ordentlich sauber gemacht. Was so ein bisschen, was ich mir denke, was viele bemängeln, sag ich mal, ist das Bad. Da hat man schon gesehen, dass die Fugen schon das 20. Mal mit Silikon überdeckt wurden und dass da irgendwie schon mal Schimmel unter war. Gut. Ich sag mal so, ich habe es jetzt als nicht so tragisch empfunden, weil man sehen konnte, dass die Putzfrau trotzdem gereinigt hat und wirklich gut gereinigt hat. Diese Schimmelflecken unter dem Silikon, der Wasser so dunkel durchleuchtet, die wird es nicht wegbekommen. Ich denke auch nicht, dass man nach einer Woche Hotel oder vielleicht irgendwo Schimmel unterm Silikon ist. Bei dem einen ist es mehr sichtbar, bei dem anderen nicht so, dass man da gleich todkrank wieder rausgeht aus der Nummer. Und im Endeffekt, wir waren ja auch wirklich nur abends kurz einmal abduschen, wieder los und dann ab ins Bett. Also mehr haben wir auf dem Zimmer nicht veranstaltet. Wir hatten einen Fernseher, das ist mir aber erst nach 5 Tagen aufgefallen. Ein Balkon finde ich auch immer gut, mit einem kleinen Wäscheständer, dass man da alles trocknen konnte. Also ich war eigentlich zufrieden. Also ich bin aber auch jemand, ich erwarte vom Ausland nicht viel. Also solange da keine Viecher sind und da super krasser Schimmel, der mir wirklich ins Gesicht springt, dann bin ich schon zufrieden, weil im Ausland ist es einfach anders als in Deutschland. Also gerade was Hygiene angeht und so weiter. Es hat alles irgendwie funktioniert. Klar, das Wasser darf man nicht trinken, war klar. Die haben uns da Duschgele hingestellt und so weiter. Seifen. War alles okay. Ich sag mal lala, aber es war okay. Also es war jetzt nichts, wo ich dachte, boah, da beschwere ich mich jetzt. Was sie auch hatten, was ich persönlich, ja, ich finde es energiekostentechnisch gut, andererseits auch manchmal echt nervig. Dieses, wenn man reinkommt, man steckt seine Karte in so ein Gerät und dann erst geht der Strom. Das hatte bei uns manchmal einen kleinen Wackelkontakt. Das war so ein bisschen, sagst du jetzt was oder nicht? Hat mich jetzt aber auch nicht so gestört. Mich nervt es halt, dass ich mein Handy nicht da lassen kann zum Aufladen, wenn ich nicht da bin, sondern ich muss immer dabei sein, während das Handy lädt. Das ist, finde ich, Meckern auf höchstem Niveau. Ich finde es ja gut, dass sie ein bisschen was zum Energiesparen beitragen, weil da kommen wir gleich zum nächsten Punkt: All-Inclusive. Die größte Plastikverschwendung, die ich seit langem wieder gesehen habe. Also wirklich jedes Mal einen neuen Plastikbecher, wirklich jedes Mal. Irgendwann hatten sie zwischendurch auch Pappbecher. Kann man sagen, ist umweltfreundlicher. Allerdings kannst du dein Getränk musst dann auch in 2 Minuten trinken, weil sonst weicht dir das ganze Ding halt komplett auf und das Getränk ist sonst wo verteilt.
Ja, aber ich denke, das ist generell ein Punkt, den viele Hotels noch irgendwie verändern müssen. Also damals in der Türkei haben die halt auch kleine Plastikflaschen an Wasser rausgegeben, fand ich deutlich praktischer, konnte ich immer wieder nachfüllen, konnte ich wieder abgeben und so weiter. Aber gut, das würde ich jetzt nicht dem Hotel ja, negativ anrechnen, weil ich glaube, das ist ein generelles Problem im Ausland und generelles All-Inclusive-Problem. Das Buffet, wo wir schon bei All-Inclusive sind, war okay. War quasi wie in der Türkei, wie in jedem anderen All-Inclusive-Buffet auch, ne? Also es gibt immer eine Salatbar, einmal Gurke, Tomate einzeln, Karotte, dann verschiedene Salate. Dann gibt es Brot, dann gibt es immer tagesspezielle Gerichte, Fleisch, Fisch, Geschnetzeltes oder hier wird mal was live gekocht oder gegrillt. Wir hatten da so einen Schwenkgrill. Da gab es dann jeden Tag was anderes, mal Burger, mal Fleisch, mal Fische oder was auch immer, was sie da gemacht haben. War okay, hängt immer im Klientel ab, ob man denn noch was abbekommt. Ich denke nicht, dass sie zu wenig Lebensmittel vorrätig hatten. Das war wirklich. Die Gäste, die da waren, waren sehr, sehr dreist. Also wir haben trotzdem immer alles bekommen, was wir wollten. Aber man muss natürlich anstehen, ne? Aber es steht und fällt mit den Gästen. Also manche Menschen sind einfach kackendreist. Wenn da 20 Pfannkuchen liegen, dann muss man nicht 20 Pfannkuchen auf seinen Teller nehmen für drei Personen, sondern vielleicht reichen dann erstmal sechs. gut. Aber wie gesagt, es steht und fällt mit den Gästen. Ich möchte jetzt hier keine Nation nennen, aber es gibt welche, die bestätigen sich, was das angeht, echt immer wieder. Das finde ich echt traurig. Und es wird natürlich auch nicht alles aufgegessen. Und da kommt, glaube ich, auch kein Hotel gegen an, wenn du einfach immer alles mitnimmst. Also da würde ich auch nicht sagen, dass es Schuld des Hotels ist, sondern wirklich am Verhalten mancher Menschen. Ja, dann gab es Kaffeemaschinen auf mehreren Restaurants, es gab abends Wein, es gab Säfte, es gab eigentlich alles. Also wenn da keiner satt wird, weiß ich auch nicht. Dann gab es immer noch ein Obst, eine Obstbar, würde ich sagen, morgens dann mit Joghurten und so, abends dann auch nochmal mit anderen Sachen, manchmal mit Smoothies und eben Nachtischbuffet. Was die auch gemacht haben, was richtig geil war, was auch super gut bei allen Kindern und auch bei mir ankam, frische Pizza aus dem Steinofen. Also schmeckte wirklich original wie in Italien, also absoluter Hammer, hat auch jeder gegessen, massig. Also wenn man irgendwas nicht mochte, dann ging diese Pizza immer. Ja. Was gab es noch? All inclusive. Ja, Animation. Es gab einen Animationspool, das fand ich auch gut, dass sie das getrennt haben. Ich habe selber damals in der Animation gearbeitet. Wenn euch das interessiert, kann ich da gerne mal ein Video zu machen über meine Erfahrung, wie das so war. Ich fand es gut, dass sie es getrennt haben. Ich weiß von vielen Menschen, die stehen gar nicht auf Animation, die haben dann gar keine Lust drauf und dann kann man sich entsprechend in den Pool aussuchen. Ich bin ja jemand, bei mir muss was los sein und dann kann man halt auch mal was gucken oder mitmachen. Haben auch mal ganz andere coole Sachen gemacht, also das typische Wassergymnastik oder so, was jeder kennt. Die haben das so ein bisschen tänzerischer, witziger noch gestaltet. Die klassischen Sachen wie Dart, Aerobic, Step Aerobic, Stretching, gab es natürlich auch alles. Miniclub war in einem anderen Hotel, haben wir auch ein, zweimal besucht. Also ist natürlich immer SAP. Ich glaube, es ist in jedem Land so. Keiner übernimmt die Verantwortung für noch kleinere Kinder, gerade im Ausland nicht. Der war auch sehr geräumig. Die haben viel gebastelt, die hatten einen eigenen Spielplatz. Sie haben Ausflüge, Spiele, weiß der Kuckuck was alles gemacht. Da musste man dann halt, wie gesagt, in das andere Hotel gehen. Ich glaube, das hieß Superior Beach Club oder so. Müsste ich nochmal genau nachschauen. Habe ich auch eine Aufnahme. Also ja, da gab es halt, wie gesagt, alles, was das Herz begehrt. Ist für Kinder auch mal eine coole Ablenkung, um Menschen kennenzulernen, um mal was anderes zu spielen, mal mit Spielzeugen, nicht nur im Wasser. Oder auch, wenn man irgendwie mal zu viel Sonne hatte, doch irgendwie einen Sonnenbrand oder wie auch immer. Hatten wir Gott sei Dank nicht, aber ja, kann man auch mal ganz gut hin, mal was anderes sehen. Dann Strand. Ja, es gab einen Strand, 900 Meter entfernt, war für mich nicht so das Drama. Es gab sogar einen Shuttle zum Strand, den haben wir allerdings nicht einmal genutzt, weil ich dann da zu Fuß mit dem Buggy hin bin. Wie gesagt, mein Schrittziel habe ich mehr als erreicht dort. Genau, Strand. Ja, weiß ich nicht, ob es der Zufall war in der Woche, wo wir da waren, aber ich kenne halt unseren Strand, den finde ich deutlich kindgerechter als den dort. Da war alles super. Man hatte am Strand auch eine All-Inclusive-Bar bis 15 Uhr. Da gab es dann Mittagessen und Getränke. War natürlich auch tierisch voll.
Jeder hatte Anspruch auf eine Sonnenliege mit Schirm, war auch immer was frei, natürlich nicht immer ganz vorne, aber es war immer was frei. Braucht man auch in diesen südlichen Ländern, die Sonne knallt da so sehr, der Sand ist so heiß, du kannst nicht mit einem kleinen Kind dich in die pralle Sonne legen, es geht einfach nicht, weil dir brennen die Füße weg. Oder halt auch vor dem, okay, die Kleine hatte Badeschuhe, aber ich habe ja nicht dauernd Badeschuhe, also ich habe gar keine Badeschuhe, ich habe Flipflops, ja. Genau, das Ding war bei uns die Wellen. Also man geht rein, man steht gleich knietief drin und die Wellen waren einfach so krass. Also ich musste aufpassen, dass ich nicht weggezogen wurde. Und auch wenn du versuchst, da ein paar Meter reinzugehen, da klatscht dir gleich die Welle über dich rüber. Also es war schon echt extrem mit den Wellen. Da muss man dann gucken. Ich war mit der Kleinen nur auf dem Arm dort. Sie hat, also wir waren, glaube ich, ja, 2 Vormittage mal dort oder einen Vormittag, einen Nachmittag. Aber es ist halt nicht wie in Deutschland. Ich kann sie nicht vorne am Wasser alleine irgendwie Burgen bauen lassen, Wasser holen lassen, spielen lassen, weil du musst auch trotz Schwimmflügel, Schwimmweste, wie auch immer, musst du Angst haben, dass dein Kind da völlig untergeht. Also dagegen zu halten, da muss man schon ein bisschen größer sein. War jetzt, finde ich, für kleine Kinder nichts, aber ich meine, gut, kann Zufall sein, der Wind. Aber wir haben es halt nicht so krass genutzt. Wir haben aber auch einen Strand vor. Waren bereits viel am Strand und demnach ja, war das jetzt nicht so relevant für uns, dass es jetzt nicht geklappt hat. Es ist auch nicht so schlimm. Also ja. Genau, ansonsten ja, abends Animationsprogramme waren auch immer abwechslungsreich. Mini-Disco haben diese ein bisschen vor der Rezeption gemacht und im öffentlichen Bereich. Gut, hat jeder gesehen und jeder gefunden. Die Kinder hatten Spaß, war eigentlich alles super. Genau, Shows waren auch teilweise unten am Strand, also da muss man ein bisschen aufpassen oder die Animation sagt dann aber Bescheid, wo was stattfindet. Ich kenne es von meiner Zeit immer, dass man eine Bühne hatte und jeden Abend auf dieser Bühne eine Show war. Aber gut, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also das hat man definitiv irgendwie mitbekommen, die hatten ja auch Aushänge und alles. Ausflüge haben zu unserer Zeit nicht stattgefunden. Die Reiseleitung ist nämlich leider nicht erschienen zum Termin. Dementsprechend musste man sich auch über den Corona-Test und all diesen ganzen Kram selber kümmern. Abflugszeiten, Abholung mit Shuttle und sowas alles, das war ein bisschen tricky. Also die Abholung mit dem Shuttle hing dann irgendwie kurz vor Abflug aus. Das mit den Tests, also falls jemand nochmal hinfliegt in nächster Zeit, definitiv irgendwie undercover klären. Ich weiß nicht, ich hatte zufällig eine Frau kennengelernt, die über ihre Reiseleitung da jemanden ins Hotel bestellt hat. Ansonsten schicken sie dich eiskalt in die Touri-Zone. Da kostet natürlich, ne? Nochmal 10 Euro mehr auf jeden Fall. Also es war nicht umsonst. Das ist auch nochmal ganz interessant. In Deutschland ist ein Schnelltest umsonst, dort nicht. Am besten auch eine Ausweiskopie mitbringen. Das brauchen die da für den Schnelltest. Also in Deutschland kannst du einen Ausweis hinreichen. Die nehmen eine Kopie mit. Ja, ansonsten, ja, dann gab es noch eine Touri-Meile, war auch ganz cool, war so ein bisschen Jahrmarkt, bisschen Bazar, Shopping-mäßig, war jetzt für mich persönlich nichts dabei, so großartig, aber es gab auch Kinderspielzeug günstig, aber wir haben eigentlich genug, es war jetzt auch nichts für die Kleine, weil du, wow, das brauche ich jetzt unbedingt, ja, ist günstiger, definitiv, man muss aber auch in der, also man muss auch Geld wechseln in deren Währung, die haben kein Euro, aber Bulgarien gehört zur EU, ne, also, war ich mir am Anfang auch nicht so sicher. Teilweise kann man mit Euro bezahlen, teilweise nicht. Ja. Und ich würde sagen, ja, sonst zeige ich euch nochmal ein paar Eindrücke. Wir sind auf jeden Fall super erholt wiedergekommen, haben eine schöne Zeit. Wichtig, 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 es gab kaum deutsche Gäste. Ich dachte am Anfang völlig irrelevant, ich will einen schönen Urlaub mit meiner Tochter haben. Aber die kleinen Kinder, die verlangen nachher nach Kindern. Und es war dann schon schwer, da so einen Freund, Freundin in ihrem Alter zu finden auf Deutsch. Weil ja, zeitweise geht es mit anderen Sprachen, aber es ist einfach einfacher mit Gleichsprachigen, Gleichgesinnten. Also das sollte man definitiv bedenken. Wurde aber zum Ende hin mehr mit Deutschsprachigen. Vielleicht fährt man auch einfach mit jemandem zusammen, dann ist es auch völlig irrelevant. Ich sage nur, wenn man alleine fährt, sollte man das wissen, sollte man das bedenken. Gerade wenn man jetzt so alleinerziehend ist wie ich und abends vielleicht noch mit irgendwie Menschen kommunizieren möchte, die auch Englisch sprechen oder so, sollte man das im Hinterkopf behalten. Ich meine, wir hatten Glück, wir haben dann doch 1, 2 Deutsche kennengelernt, das reicht dann noch vollkommen aus. Und ja, aber das noch so als kleiner, feiner Hinweis.
Ja, und ich würde sagen, ja, passt auf den Wechselkurs auf, wechselt nicht überall euer Geld, informiert euch vorher online, was ist aktuell der Wechselkurs und welchen geht ihr noch mit, welchen nicht. In manchen Dingen habe ich gesagt, so weißt du was, bei 3 € ist mir jetzt auch egal, aber genau. Ansonsten, ja, schaut gerne selbst dort vorbei, ich verlinke euch alles mal unten in der Infobox, das ist keine Kooperation, ich dachte einfach, ich berichte mal, weil so viele gefragt haben, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet, ansonsten in den Kommentaren. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und hoffentlich bald zur nächsten Reise.